Geht das? Habe ich wirklich über 83.000 Dollar in einem Jahr durch bloßes Nichtstun mit Immobilien verdient? Ja, und wie? Siehst du in diesem Video. Let's get into it. Willkommen bei The Lucas Show. Ich bin Lukas und auf meinem Kanal hier erfährst du Insights aus dem US-Immobilienmarkt. Ich bin selbst Investor und hier an der Ostküste der USA im Großraum Philadelphia tätig. In diesem Video heute ziehen wir mal gemeinsam eine Jahresbilanz für eines unserer kleinsten Objekte, ein Einfamilienhaus in Drexel Hill, ein Vorort von Philadelphia. Das Haus haben wir im August 2020 direkt vom Eigentümer, also ohne Maklerkosten und sonstiges, für den Kaufpreis von 130.139 Dollar gekauft, bankfinanziert und auch direkt vermietet. Also August 2020, Kaufpreis 130.139 Dollar. Und wie hast du jetzt innerhalb eines Jahres 83.000 Dollar mit diesem kleinen Haus verdient? Ganz einfach. Schauen wir uns die Zahlen mal gemeinsam bei Redfin.com an. Redfin.com, siehst du hier den Screenshot. Hier links oben ist das Kaufdatum, also August 2020. Und hier unten findest du auch den von mir schon eingangs genannten Kaufpreis von 130.139 Dollar. Mein allererstes Video, Episode 1, war genau der Durchgang durch dieses Haus. Den Link zu diesem Video findest du natürlich in der Beschreibung dieses Videos hier. Einfach mal anschauen. Naja, Bild und Ton waren damals noch verbesserungswürdig. Wenn dir das Video hier und mein Content gefallen, dann lass mir einfach ein Like da, also Daumen hoch und ein Abo und dann verpasst du auch keins meiner weiteren Videos. Und dann schauen wir uns mal die Marktwertschätzung von Redfin an. Was sagen die? Was ist dieses Haus zum aktuellen Zeitpunkt in der aktuellen Marktlage wert? Lukas, der Wert ist doch auf diesen Portalen immer gepusht und entspricht gar nicht der Realität. Das sagst du ja in vielen deiner Videos sogar selber. Ja, das ist vollkommen richtig. Die Werte, die du bei Redfin.com und Zillow.com siehst, sind natürlich nur ein Indikator. Der wirkliche Wert eines Hauses ist natürlich nur das, was jetzt zum Zeitpunkt heute jemand bereit ist, für dieses Haus zu bezahlen. Und genau das ist passiert. Es gibt einen Interessenten, der dieses Haus für 210.000 Dollar jetzt Cash kaufen möchte. Cash. Aber wenn jetzt jemand diesen Kaufpreis bietet, warum verkaufst du dann nicht einfach? Ganz klar, so ein Verkauf ist eine Überlegung wert. In dieser Konstellation wäre das ein Barverkauf, das heißt, es gibt keine Probleme, wenn der Käufer keine Finanzierung bekommt, da er das Bar bezahlt. Es ist direkt zwischen Verkäufer und Käufer, das heißt, es gibt keine Maklergebühren. 6% könnten wir auch behalten. Und drittens, es gibt, das Haus ist bankfinanziert, keine Vorfälligkeitsentschädigung. Sowas haben wir hier in den USA im Normalfall bei solchen Objekten nicht. Das heißt, es gibt weder eine Ablösesumme, die wir jetzt irgendwie an die Bank bezahlen müssen, keine Maklerkosten und einen Cash-Deal. Also so gesehen eigentlich sehr spannend. Das Einzige, was anfallen würde, wären Kapitalertragssteuern, also die sogenannten Capital Gains. Aber auch die werden nicht fällig, wenn man das gesamte Geld nimmt und in einen neuen Deal hineinrollt. Das ist ein sogenannter 1031 Exchange, aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, Barkauf, kein Makler, keine Vorfälligkeitsentschädigung. Das heißt, man nimmt den Cash, Barscheck und geht zur Bank und löst den Kredit ab. Und drittens, keine Steuer fällig. Eigentlich klingt das nach einem super Deal, oder? Dieses Haus war schon im Einkauf ein super Deal und sehr solide. Die Gegend ist hervorragend und da haben auch noch die Mieten ein gewisses Potenzial. Von daher ist da eigentlich auch noch Spielraum nach oben. Aber schauen wir uns einfach mal die genauen Zahlen zu diesem Haus nach einem Jahr an. Und dann wird ja auch klar, warum ein Verkauf für uns gerade eigentlich gar nicht in Frage kommt. Das Haus kostete im Einkauf 130.139 Dollar. Dann wurden nochmal über 14.000 Dollar in kleine Reparaturen in Summe investiert. Das Haus ist bankfinanziert und mit 25% Eigenkapital in diesem Fall abgedeckt. Nehmen wir jetzt das Eigenkapital und die Reparaturkosten zusammen, stecken knapp über 50.000 Dollar Cash in diesem Haus. Vermietet ist das Haus aktuell für 1.600 Dollar pro Monat, das heißt, die letzten 12 Monate kommen wir bei 19.200 Dollar Mieteinnahmen für dieses gesamte Jahr heraus. Und diesen Einnahmen, diesen 19.200, stellen wir jetzt die Gesamtkosten für den Kredit monatlich, für die Versicherung, für die Gebühren, für das Township und so weiter einfach gegenüber, kommen wir da auf eine Summe von 13.066. Das heißt, 19.200 Einnahmen, 13.066 Dollar Ausgaben. Da kommen wir auf einen Ertrag von 6.133 Dollar auf das gesamte Jahr. Und das wiederum sind 511 Dollar pro Monat. Wir erinnern uns, es stecken knapp 50.000 Dollar Cash in diesem Haus. Also das ist das Eigenkapital für die 25% vom Kredit plus diese 14.000 Reparaturkosten, die anfänglich angefallen sind.
$50.000 stecken im Haus und $6.000 machen wir jedes Jahr mit diesem Objekt aktuell Ertrag. Das heißt, das ist eine Rendite von über 12%. Und 12% Rendite kriegt man aktuell eigentlich nirgendwo. Dabei reden wir hier nur von dem Cashflow. Das heißt, die Wertsteigerung vom Haus, also das, was wir uns gerade auf Zillow und Redfin angeschaut haben, die betrachten wir eigentlich gar nicht. Also diese Appreciation ist irrelevant für diese Renditebetrachtung. Das ist reiner Cashflow. 12%. Okay. Völlig korrekt. Rein rechnerisch haben wir $83.000 innerhalb eines Jahres durch Nichtstun mit Immobilien hier in den USA verdient. Aber die Betrachtung rein vom Verkaufspreis, von dieser Wertsteigerung, die ist für uns irrelevant. Wir betrachten den Cashflow in diesem Fall und der hat 12%. 12% Cashflow in einem Jahr, hervorragend. Das Haus ist und bleibt weiterhin im Bestand. Was würdest du machen? Würdest du verkaufen oder würdest du es halten? Schreib mir das mal in die Kommentare. Ich hoffe, du konntest in diesem Video was mitnehmen und siehst, wie das Immobilieninvestoren-Dasein hier in den USA so ein bisschen funktioniert. Wenn dir dieser Content gefällt, lass mir einfach einen Daumen hoch da. Wenn du selber Investor werden willst und zum Beispiel mehr über den US-Immobilienmarkt aus deutscher Sicht wissen willst, dann würde ich dir ein Abo meines Kanals empfehlen, dann verpasst du keine meiner Episoden mehr. Und dann bleibt mir noch, dir für deine Aufmerksamkeit zu danken und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.